Die Firma Technologische Systeme von Schutzbeschichtungen ist das größte Produktions- und Forschungszentrum Russlands im Bereich des thermischen Beschichtens und gehört zur Plakat-Gruppe, die auf dem russischen thermischen Spritzmarkt führend ist. Die Firma entwickelt Lösungen für Industriebetriebe im Maschinenbau, der Atom-, Energie-, Öl- und Gasindustrie. Die Firma ist ein Mitglied der Innovationszentrums Skolkovo und verwirklicht in diesem Rahmen ein Projekt zur Gründung eines wissenschaftlich-technischen Zentrums für die Entwicklung und Einführung energie- und ressourcenschonender Technologien auf der Basis von Funktions- und Schutzschichten. Hohe Professionalität und das Erreichen der von Kunden vorgegebenen Ziele sind Schlüsselfaktoren, die den Erfolg der Firma sichern. Zu unseren Stammkunden zählen die größten russischen Firmen Gazprom, Rushydro, Interrao, Power Machines, Lukoil, Rosneft. Zum Erreichen der Ziele arbeiten wir sowohl mit internationalen Herstellern und Entwicklern im Bereich des thermischen Spritzens, als auch mit führenden wissenschaftlichen Forschungsinstituten der Branche, wie zum Beispiel NPO Znaid-Mash, OAO Russisches Wärmetechnisches Institut, VNI-Gaz und anderen zusammen. Dies ermöglichte es TSPC als eine Schlüsselstellung auf dem russischen Hochtechnologiemarkt des Beschichtens zu werden. Die Errungenschaften der Firma in Bezug auf die Entwicklung und Markteinführung der Technologien wurden durch die reibungslose Zusammenarbeit eines professionellen Teams von Fachleuten aus den Bereichen des thermischen Spritzens, des Laserauftragschweißens, der Strömungsdynamik und der Metallkunde unter der Leitung von Dr. Ingenieur Lev Baldaev möglich. So wurden beispielsweise in kürzester Zeit Arbeiten für den größten russischen Energieerzeuger Interrao durchgeführt. Als Ergebnis entstand ein innovativer Betrieb für das thermische Spritzen von Funktionsschichten für eines der größten regionalen Kraftwerke, Kostroma State Regional Powerhouse. Innovative Lösungen ermöglichen so wichtige Probleme in der Energiebranche zu lösen wie Schutz gegen erosiven Verschleiß an Dampfturbinenschaufeln ohne Ausbau der Schaufeln. Arbeiten dieser Art wurden weltweit erstmalig durchgeführt. Verbesserung der Lebensdauer von Dampfturbinenschaufeln, die in der Übergangszone arbeiten. Verbesserung des Wirkungsgrads von Dampf- und Gasturbinen durch die Verwendung thermischer Beschichtungen. Reparatur und Restaurierung von Turbinenschaufeln durch Laserstrahlauftragschweißen. Die Firma Technologische Systeme von Schutzbeschichtungen arbeitet auch Lösungen für Betriebe der Öl- und Gasbranche aus. Die entwickelten Schichten für den Korrosionsschutz werden insbesondere für die Gasproduktion von Gazprom verwendet. Durch von TSPC entwickelte spezialisierte mobile Robotersysteme werden Beschichtungen zum Schutz der inneren Oberflächen von Reaktoren sowie Säulen vertikaler und horizontaler Ausführung durchgeführt. Die Nutzung der betreffenden Technologien ermöglicht dem Anwender Kosten für Wartung und Instandhaltung der Produktionsstätten deutlich zu reduzieren. Die von TSPC entwickelten Beschichtungen garantieren zuverlässigen Schutz der Ausrüstung von Korrosion und ermöglichen die Lebensdauer um ein Mehrfaches zu steigern. Derzeit entwickelt die Firma Lösungen für den Schutz von Ölraffinerien. Die entwickelten Beschichtungen werden zum Schutz von Hydrokracker und in der Erdölaufbereitung gegen Schwefelwasserstoffkorrosion sowie für Säule und Reaktoren mit Hilfe kombinierter Verfahren verwendet. Auf der wissenschaftlichen und technologischen Basis von TSPC wurde ein Netzwerk der Holding Plakat geschaffen, das Produktionsstandorte in den Städten Perm, Tümen, Nizhny Novgorod, St. Petersburg, Nabережные Челны und in Moskau beinhaltet. Mobile Teams ermöglichen Aufgaben von Ort beim Kunden auszuführen. Die Qualitätskontrolle durchgeführter Arbeiten erfolgt mittels moderner Laborausrüstung und Analytik. Die Bewertung der Eigenschaften von Beschichtungen erfolgt durch Anwendung spezieller Prüfstände, die auch von der Firma entwickelt werden. Das Qualitätsmanagementsystem ist nach internationalem ISO-Standard zertifiziert. TSPC entwickelt sich weiter, ruht sich nicht auf seinen Errungenschaften aus,
und bemüht sich mit der Zeit zu gehen. Jährlich werden Dutzende von innovativen Technologien, Patenten und Know-how entwickelt. Fachleute sind an wissenschaftlichen Projekten und internationalen Konferenzen beteiligt. Die entwickelten Technologien und Ausrüstungen werden sowohl in Russland als auch in anderen Ländern weltweit eingesetzt.